In diesem Video geht es um das Arbus CombiFlex 2501, eines der leichtesten Minischlösser auf dem Markt. Also einfach ein sehr gutes Schloss, um es immer dabei zu haben, um sein Fahrrad, wie hier mein Gravelbike, kurzzeitig abzusichern. Ich nehme es sehr, sehr gerne fürs Bikepacking und möchte es dir jetzt mal vorstellen. Du siehst, es gibt hier so diese dreistellige Kombination, Zahlenkombination 1, 2, 3 habe ich eingestellt. Wenn ich den Zahlencode verändern möchte, drücke ich hier oben links drauf. Und jetzt kann ich es verstellen. Ich stelle es mal auf 1, 2, 5 zum Beispiel. Hier kann ich dann den Stahldraht rausziehen. Bei mir ist er jetzt 65 cm lang. Es gibt noch zwei längere Varianten. Einmal mit 85 cm und einmal mit 120 cm. Ich habe mich jetzt für die kürzeste Variante entschieden, weil ich es halt ja, klein und leicht wollte. Aber ja, ich würde sagen, für die meisten ist vielleicht die 85 cm Variante ideal, weil man gerade jetzt hier bei so einer dicken Laterne, da wird es dann schon ganz schön knapp. Aber ich habe eigentlich immer, obwohl ich es jetzt wie gesagt schon seit vielen Jahren besitze, was gefunden, wo ich es dann drumherum machen kann. Ich kann es auch einfach verstauen in der Trikottasche oder jetzt hier in der Oberrohrtasche, einfach weil es so klein und leicht ist, passt es auch ganz easy rein. Und jetzt zeige ich dir noch, wie ich mein Fahrrad damit anschließe. Einfach hier oben drauf auf den roten Knopf, dann das Stahlseil rausziehen und dann schließe ich das Fahrrad auch schon an. Das Stahlseil ist 1,6 mm dick und hat so eine ganz dünne Plastikummantelung, Kunststoffummantelung, so dass auch nichts verkratzt vom Fahrradlack. Also einfach durchführen. Und schon ist das Fahrrad auch angeschlossen. Wie gesagt, einigermaßen sicher für kurzzeitiges Anschließen oder wenn man das Fahrrad eben dann im Blick hat. Wenn dich das Schloss interessiert, ich habe es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schau dir mal die Links an. Das sind Partnerlinks. Das heißt, du kommst damit direkt in den Shop. Mit einem Kauf unterstützt du mich und meinen Kanal. Für dich kostet es keinen Cent mehr. Vielen Dank. Und ja, wenn du Fragen hast zum Schloss, schreib mir gerne deinen Kommentar. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare einfach unten rein. Jetzt verlinke ich dir noch weitere spannende Videos und ich habe ja noch einen großen Vergleich mit Fahrrad-Minischlössern. Den verlinke ich dir jetzt hier auch. Schau da einfach mal rein. Ist wahrscheinlich ein interessantes Video für dich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Fahrradfahren und wir sehen uns im nächsten Video.